Welche Rechte haben denn Betroffene und welche Aussicht auf Erfolg gibt es da auch? Ja, also Betroffene haben Rechte, das ist erstmal schon ganz wichtig, auch zur Kenntnis zu nehmen. Viele Betroffene glauben es uns manchmal gar nicht, wenn wir ihnen sagen, dass das, was sie da erlebt haben, nicht nur eine Gewalterfahrung ist, die man ernst nehmen sollte, sondern sogar eine strafbare Handlung, weil sich leider viele Menschen schon so sehr an das gewöhnt haben, was da im Netz passiert. Und Betroffene haben Rechte. Zum einen kann ich natürlich immer nur raten, wenn wir es mit einem potenziell strafbaren Sachverhalt zu tun haben, auch tatsächlich den Weg der Strafanzeige zu wählen. Gerade in Bayern wissen wir ja, dass es da auch Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden gibt, eben dann auch tatsächlich zu ermitteln und dahinter zu kommen, mit wem man es da zu tun hat. Tatsächlich ist das auch schon häufig das allergrößte Problem, weil, wie es auch gerade schon angesprochen wurde, die Anonymität im Netz leider auch für die Strafverfolgungsbehörden nur sehr schwer zu durchbrechen ist manchmal. Das heißt, leider wird es nicht immer gelingen. Betroffene können aber auch nicht nur sich durch eine Strafanzeige zur Wehr setzen, sondern sie können natürlich auch auf eine Löschung der Beiträge über den Social-Media-Plattformen hinwirken, wenn es denn auf einer solchen stattgefunden hat. Wir haben ja in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was eben für solche großen Plattformen gilt. Und nicht zuletzt gibt es auch noch den zivilrechtlichen Weg. Das heißt, gegen die Täter und Täterinnen besteht ein Anspruch auf Unterlassung, auch auf Erstattung von Schadensersatz, den man erlitten hat, zum Beispiel durch Anwaltskosten oder auch in sehr krassen Fällen auch eine Art Schmerzensgeld, eine Geldentschädigung, sagt man dann. Und das sind Rechte, die Betroffene haben, aber leider viel zu selten wahrnehmen, weil es leider auch mit enormen Risiken, vor allem Kostenrisiken und natürlich auch Aufwand und Zeitdauer verbunden ist. Frau Bayer-Müller, Menschen, die Angst haben, Hasskommentare zu bekommen, schreiben aus Furcht selbst wirklich keine Beiträge mehr. Also diese Hasskommentare schüchtern wirklich ein. Was könnte denn eine digitale Zivilcourage sein? Ja, also eine digitale Zivilcourage heißt, sich einmischen, Dinge berichtigen, auch Falschinformationen tatsächlich nochmal ins rechte Licht rücken und tatsächlich dann auch Zahlen, Daten und Fakten nennen, die verifizierbar sind mit Quellenangaben. Ich glaube, das wäre etwas, was als Zivilcourage gelten könnte. Das heißt tatsächlich, man muss sich einmischen. Und ich glaube auch, es ist gar nicht so sehr die Idee, diese Menschen zu überzeugen, die Kommentare abgeben, sondern die, die eben still sind, mitzunehmen und die Dinge zu berichtigen, die eben falsch benannt wurden. Ich glaube, das muss das Ziel sein und nicht eben zu versuchen, hier jemanden, der vermutlich schon so eingefärbt ist und gar keine Bereitschaft der Diskussion mehr hat, sondern eher nur noch versucht, sich selbst zu bestätigen, zu überzeugen. Ich glaube, das gelingt in vielen Fällen nicht. Aber es kann eben gelingen, diejenigen, die nichts sagen und die lesen und die mitverfolgen, dass man da aber tatsächlich noch mal etwas bewirkt, um hier auch eine, sage ich jetzt mal, schweigende Menge vielleicht dazu zu bewegen, doch irgendwann noch mal einen Kommentar abzusenden. In Sachen Hate Speech, vielleicht auch in Sachen Fake News, dass man wirklich auch korrigiert, wenn eine Meldung einfach falsch ist. Dann passiert nämlich auch oft, dass dann der Post einfach wieder gelöscht wird, weil manche Vernünftigen fallen auch drauf rein. Also das ist gar nicht so einfach, Fake News tatsächlich zu identifizieren, aber wenn man dann korrigiert, dann löscht man auch meistens. Frau Ballon, Hate Speech ist in aller Munde, aber viele Menschen schweigen. Wie gefährlich ist das, dass man dann einfach nichts macht? Ja, es ist in dem Sinne gefährlich, dass es dazu beiträgt, das Ganze immer mehr zu normalisieren und tatsächlich auch die Menschen, die sich dann zurückziehen, nicht darin zu bestärken, dass sie ja vielleicht darüber nachdenken sollten, zurückzukehren. Das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit, dass wir Betroffene, ja, dass wir ihnen ermöglichen, weiterhin am Diskurs teilzunehmen. Wir geben ihnen Sicherheitsberatung, wir geben ihnen die juristische Unterstützung an die Hand. Aber genau, es ist halt schwierig und das bedeutet natürlich gerade auch im politischen Engagement, wo man eben das Private vom Persönlichen, den eigenen Namen vom beruflichen Teil eben gar nicht mehr trennen kann, dass es immer schwieriger wird, sich da eben auch sicher aufzustellen. Und deswegen, genau, kann ich nur allen Menschen raten, sich auch zu solidarisieren mit denjenigen, die angefeindet werden im Netz. Da reicht manchmal schon ein kleines Like, wenn man sich nicht traut, mit dem eigenen Namen selbst einen Kommentar zu schreiben.
oder auch eine Privatnachricht, die signalisiert, dass man eben der Person beisteht. Und genau, ich kann da auch nur ja, sagen, das ist genau richtig, eben auch nicht daran zu denken, die Trolls zu überzeugen. Man sagt das ja auch immer so schön mit Don't Feed the Troll, weil die werden nicht überzeugt werden. Und es geht am Ende wirklich darum, eben auch den MitleserInnen zu vermitteln, es gibt hier ein differenziertes Meinungsbild und eine ja, pluralistische Auffassung von ganz verschiedenen Dingen. Und die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Was haben Sie denn bisher schon in der Bayern-Koalition zum heutigen Thema durchsetzen können? Können Sie sich sag mal, weitergehende Initiativen auch vorstellen? Ja, ich habe es vorher schon mal ein bisschen randständig zu skizzieren versucht. Ich meine, behaupten zu können, dass wir, was das Thema Hate Speech und gerade auch die Bemühungen um die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit im digitalen Raum anlangt, durchaus federführend sind, mindestens unter den deutschen Bundesländern. Ich meine auch europaweit mit verschiedenen Maßnahmen, die wir da auf den Weg gebracht haben. Wir hatten eine große Anhörung im zeitlichen Kontext mit dem schrecklichen Mord an Herrn Lübcke, in der wir uns mal auch als Parlament sehr argumentativ und wissenschaftlich aufrüsten haben lassen im Hinblick auf die Frage, was an Rechtsstaatlichkeit im Internet auf welche Weise durchgesetzt werden kann und auch wie hoch das Gefahrenpotenzial, und das war für mich erschreckend, ist, dass aus Worten dann am Ende des Tages Taten werden. Wir haben daraus als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU ein Antragspaket gestrickt, das wir erfolgreich in den Bayerischen Landtag eingebracht haben. Da ging es insbesondere auch um den Schutz von Kommunalpolitikern wie Indra Bayermüller, aber noch mehr ehrenamtlichen Kommunalpolitikern. Indra, sollten die das nach Feierabend noch in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten machen und nicht wie wir beide als Berufspolitiker, wo wir auch nochmal versucht haben, klar das Signal auszuplacken, maximaler staatlicher Schutz und maximale Unterstützung, wenn solche Dinge auftreten. Denn das ist aus meiner Sicht das eigentlich Alarmierende. Also was mich wirklich aufgeschreckt hat, ist diese Studie, die zum Ergebnis kam, dass mehr als die Hälfte der bayerischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich zwischenzeitlich überlegt haben, ihr Amt aufzugeben, weil sie sich solchen Attacken, entweder im digitalen Raum, insbesondere dort, oder sozusagen im echten Leben ausgesetzt sehen und sich Sorgen machen um ihr eigenes privates Wohlbefinden oder um ihre Familie. Und was da passiert, muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Da wählt ein Souverän in einer Demokratie und da betraut eine Mehrheit eine Person mit politischer Verantwortung für eine Region. Und dann ist diese Person, die das machen darf, ein unfassbares Privileg, wie alle unsere Länder, alle unsere Ämter, diese Person, die das machen darf, ist dann nach einer bestimmten Zeit in der Situation, dass sie sich überlegt, eine Wahl, um die sie sich beworben hat, Wahlkampf dafür gemacht hat, wieder zurückzugeben, weil sie sich derart unter Druck gesetzt fühlt, dass sie das gar nicht mehr machen möchte. Also da müssen, glaube ich, bei jedem Demokraten alle Alarmglocken läuten und es muss wirklich auch zu vollem Einsatz des Rechtsstaats führen. Und deshalb das Antragspaket und vor allen Dingen, das halte ich für die wichtigste Maßnahme, habe ich vorhin aber schon kurz anklingen lassen, diese Institutionalisierung des Oberstaatsanwalts bei der Generalstaatsanwaltschaft München, der für Hate Speech zuständig ist und der auch 22 dezentrale Dezernenten hat, die bei den Generalstaatsanwaltschaften im Land für dieses Thema verantwortlich zeichnen, sodass es wirklich, glaube ich, auf dieser rechtsstaatlichen Seite im Hinblick auf das, was Politik tun kann, in Bayern kaum noch etwas an offenen Hausaufgaben gibt. Deshalb sind wir ja auch in Untersuchungen, die sich mit dieser Fragestellung befassen, immer die Nummer eins in Deutschland. Ich glaube aber, dass das nicht genügt und das ist das Entscheidende. Wir brauchen zusätzlich das Thema Zivilcourage. Wir brauchen jeden Einzelnen, deshalb auch ein Format wie heute, um die Menschen dafür zu sensibilisieren, einfach klarzumachen. Deshalb bringe ich auch immer dieses Stammtischbeispiel. Auch das Internet ist im Jahr 2021 halt ein großer Stammtisch. Gerade dann, wenn es Corona-bedingt Meinungsbildung am Stammtisch nicht gibt. Und dann braucht es am Stammtisch die gleiche Zivilcourage und das gleiche Werteverständnis, wie es das im echten Leben braucht. Da kann Politik alleine und Rechtsstaat nicht schützen. Wir tun alles, was der Rechtsstaat tun kann, mindestens wie in Bayern. Ich würde mir in anderen Ländern noch ein bisschen mehr wünschen, wo auch andere Regierungen unterwegs sind. Aber wir in Bayern tun da, was möglich ist. Darüber hinaus braucht es aber noch den Zivilcourage-Aspekt und vor allem auch dieses Ankommen in einem neuen Zeitalter im Hinblick auf die überregionale Rechtslage, dass wir halt auch den Facebooks und den Instagrams und den Twitters genauso auf die Finger schauen können wie den Veranstaltern irgendwelcher Demos, die das im echten Leben tun.